Herzlich willkommen zur heutigen Entwicklerkonferenz. Wir haben inzwischen den 26. September 2019. Es wird schon wieder duster um 19 Uhr. Mein Name ist Martin König, ich bin CTO der TraderFox GmbH und wir haben wieder eine Entwicklerkonferenz rund um das Thema Charlie und ich habe heute auch viele weitere Neuigkeiten für euch rund um das Thema Ninja Trader, aber auch Datenpaket. Und zum Schluss, ja, gucken wir wieder in die Optimierungen. Und schauen wir wieder in einige Ergebnisse und diskutieren wir mal ein paar Strategien, was wir noch so machen können. Wo befinden wir uns? Ja, wir sind jetzt in der letzten Entwicklerkonferenz, ja, vor dem Quartalswechsel. Nächste Woche ist ja der 3. Oktober, sprich es ist Feiertag. Dort wird die Entwicklerkonferenz ausfallen und dann ist die nächste am 10. Bis dahin bleibt erstmal alles unverändert. Und am 10. machen wir dann den großen Quartalsbericht, wo wir uns alle Zahlen genau ansehen werden. Wo stehen wir aktuell? Ganz kurz ein Überblick über unseren Live-Trading-Channel. Wir haben am letzte Woche Freitag die Futures rolliert. Das heißt, wir sind von dem September-Kontrakt auf den Dezember-Kontrakt gewechselt. Das kann man in Ninja Trader sehr simpel machen über den Punkt Database Management. Das heißt, am Freitag, letzte Woche Freitag, sind wir hier auf den Punkt Database Management gegangen oder ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, wahrscheinlich, vermute mal Datenbankverwaltung oder Datenbankmanagement. Dann hat man hier so einen Bereich Rollover Futures. Der ist jetzt leer, weil es steht nichts zum Rollover an, aber da war dann gut gefüllt mit allen Underlyings, die wir so verwenden. Das heißt, alle, die hier irgendwo als Chart oder als Strategie verwendet werden, werden dann hier aufgelistet und dann stand da drin, okay, der FDXM 9.19 muss nun in den 12.19 rübergebracht werden. Und dann klickt man hier auf das Knöpfchen und wartet ein bisschen, weil dann fängt er an, im Hintergrund hier alle Charts zu aktualisieren, alle Strategien auch zu aktualisieren. Und dann kann die Software eigentlich im Prinzip weiterlaufen. Das heißt, man muss nicht selber alles an- und ausmachen, nicht jede Strategie umkonfigurieren, rechte Maustaste, Strategie aufrufen und so weiter, sondern dann drückt man hier einmal drauf und dann ja, aktualisiert der alles. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Das heißt, auch die Verkäufe aller Kontrakte, dann der alten Kontrakte, haben soweit geklappt. Und ich habe eigentlich nicht weiter eingegriffen. Eigentlich, weil die Übertragung des Signals, nein, die, nicht des Signals, die Übertragung des Trades in unser Trading Desk, also nicht, was nichts mit dem aktuellen Trading selber zu tun hat, mit der Ausführung, sondern dann die Übertragung in unser Desk, da hat er sich verschluckt gehabt. Aber das ist ja mehr ein TraderFox-Problem als jetzt hier in den Bots. Das heißt, die Bots haben alle ganz normal weiter funktioniert. Und das hat Ninja Trader sehr praktisch gelöst, dass man hier einen großen Knopf hat, wo man dann draufdrückt. Und das bezieht sich dann auch auf alles, auf alle Underlyings, die man verwendet, auf alle Futures, die dann so zum Thema, die zum Rollover anstehen. Wo stehen wir? Wir sind mit zwei Kontrakten long. Heute ist der Markt ja nichts los. Heute Morgen gab es eine kleine Bewegung nach oben von 90 Punkten und seitdem, seit 10 Uhr, 11 Uhr passiert hier gar nichts. Das heißt, er wird hier in viele kleine Trades gelockt. Ihr seht das. Jetzt fällt er hier mal ein bisschen unter eine ja, minimale, winzige, kleine Unterstützungslinie, nur um dann gefühlte, was sind das, 50 Punkte höher wieder ausgestoppt zu werden. Also es ist sehr viel Kleinkram unterwegs. Gestern sah es ja mal so aus, als ob der Markt wirklich Schwäche zeigen würde. Gestern Vormittag waren die Amerikaner ja auch noch schwach. Und da ging es so auf einmal schwungvoll doch nach unten von 240 dann bis 120. Trump lässt wieder grüßen. Mal sehen, ob er nächste Woche noch Präsident ist. Nee, ganz so schnell wird es nicht gehen. Aber ich habe so den Verdacht, dass jeglicher politischer Skandal an dem einfach abprallt. Selbst wenn der mit dem ukrainischen Präsidenten irgendwelche Sachen ganz klar angesprochen hätte, wird er einfach sagen, Fake News, Fake News und wird damit durchkommen. Das heißt, wieder so ein bisschen Unsicherheit, politisches Unsicherheit. Führt dazu, dass der Markt nicht wirklich nach unten geht. Genau den Gedanken wollte ich noch abschließen. Das heißt, am Montag und am Mittwoch kamen so, ja, so minimale kleine Wellen mit rein. 12.450 runter auf 12.150. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass viele auf diese ganzen positiven fiskalischen Entscheidungen, sich mehr erhofft hatten,
also eine größere Reaktion erhofft hatten, sprich niedrige Zinsen, QE-Programm etc. Aber dass es heute zum Beispiel ganz ruhig ist, wir haben heute wieder Panik Donnerstag. Die alten Hasen unter euch wissen ja, dass Donnerstag gerne mal dazu genutzt wird, richtig schön Panik zu schieben. Ich glaube, der Markt ist relativ robust. Aber das ist wieder mein eigener Quatsch, ich schweife ab. Warum erzähle ich so viel? Weil Charlie einfach echt nicht viel macht, beziehungsweise die Positionen ja hier im Markt liegen und der Markt einfach ruhig ist. Ihr seht hier zwei, die beiden Positionen, die er long hat, sind hier oben mit dem Take Profit und hier unten mit dem Stop Loss soweit abgesichert, aber es tut sich einfach nichts. Er sammelt halt. Ich gucke gerade, was sind das? Das sind zwei Longs, die sich aus dem Wave-System ergeben. Schauen wir uns das hier an. Und man muss schon echt genau hingucken. Ihr seht hier in diesem Gemüse, in diesem Zickzack, da ist nicht viel zu holen. Er hat hier einen aufgemacht. Das war dieser Wechsel von 1 auf 0, den wir ja handeln. Und dann hat er hier noch einen Long aufgemacht, auch wieder von 1 auf 0. Und jetzt schwankt das Ganze aber sehr seitwärts. Wenn wir Glück haben, zieht der Markt morgen am Freitag in ein schönes Wochenende oder aber wenn einfach diese Langeweile und Tristesse beibehalten, passiert da vielleicht auch gar nichts. Die Long-Positionen werden ja gehalten, bis sie in eine der beiden Begrenzungen gehen. Hier gibt es kein Exit on Session Close. Soweit läuft das System fehlerfrei durch. Ich habe weiter nicht eingegriffen. Der Rollover, da muss man halt einmal klicken, das macht die Software nicht von selber. Aber sonst haben wir hier keinerlei Störungen. Da bin ich eigentlich ganz happy drum. Jetzt müssen wir uns aber auch angucken, was Charlie insgesamt macht. Wir stehen ja vor dem Abschluss des vollen Testquartals. Ja, und das finde ich überhaupt nicht gut. Wir stehen bei plus minus null, mehr oder weniger, oder auch leicht im Minus. Das heißt, die blaue Linie ist knapp unter der Nulllinie und die rote Linie mit Gebühren ist jetzt wieder auf einem Tief angekommen. Unser Zwischenhoch, was wir vor ein paar Wochen hatten, wird einfach wieder abrasiert. Da kommen wir so richtig auf keinen grünen Zweig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da bin ich auch ziemlich stinkig drüber. Das heißt, das bedarf weiterer Analyse, was denn jetzt hier eigentlich passiert. Das Bild mit den vielen Linien kennt ihr und ich habe so den Verdacht, dass dieses Bild uns dann in 2 Wochen zum Quartalsbericht sehr, sehr beschäftigen wird. Denn aus diesen Spaghettis müssen wir uns die heraussuchen, mit denen wir ja dann in das Winterquartal starten werden. Ganz kurz nur, dieses Dreieck Long, also unser Kandidat hier oben, der hält sich. Der hält sich jetzt seit Beginn, seit Mai da oben. Hätten wir den ganzen anderen Kram nicht gemacht, na, wären wir 400, knapp 500 Punkte vorne, vor allen Dingen ohne großen Drawdown. Ich glaube, dieser Kandidat, dieser Dreieck Long, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, würde ich den fast unverändert einfach weiterlaufen lassen. Der ist gesetzt. Gucken, ob wir da eventuelle Optimierung machen, sei es drum. Zweiter Wert, Popgun, ist, glaube ich, fast an die Nulllinie wieder herangelaufen. Das heißt, da sind wir auch, kommen wir auch hier bei plus minus null heraus. Das war ja unser größter Drawdown irgendwann im Juli, August. Und was reißt uns hier so gerade wieder rein? Das ist unser Wavebot. Der Wavebot, der ja eigentlich so gut gestartet war und damit der uns fast auf neue Hochs gebracht hat, der ist im Augenblick komplett im Rückwärtsgang und legt eine Serie dahin, die mich ja erschüttern lässt. Er haut hier 1, 2, 3, 4, 5, das sind jetzt schon 7 Verlusttrades in Folge, die er da hinpackt. Der reißt uns da so ein bisschen rein und zieht uns den Gewinn aus den anderen Strategien heraus. Wir sind ja auch mit 2 wieder long. Das heißt, wenn er die Long nach Hause bringt, das wäre super, dann würde sich das schon wieder ein bisschen ausgleichen, wenn er die beiden Longs aber morgens auch wieder abrasiert, dann ist das gar nicht gut. Aber der ist im Augenblick an letzter Position, unser Wave-Bot. Im Augenblick noch ein Zwischenstand, aber wir nähern uns dem großen Quartalsbericht in 2 Wochen. Nächste Woche ist ja auch verkürzte Handelswoche. 3. Oktober ist ja in Deutschland auch komplett alles zu. Ja, doof. Sah vor 3, 4 Wochen noch so schön aus, als wir hier waren, als der Wave dann noch als Unterstützung kam, aber seitdem nix. Was wir sehen, ist, dass hier eine Masse an diesen Signalen sich alles wieder um die Nulllinie
tummelt. Ne? Wir haben die Trendlinie Long, wir haben hier Trendlinie Short, wir haben die Dreieck-Short, wir haben den Candlestick. Ne? Das sind ja diese ganzen Short-Signale, der auch mehr oder weniger um die Nulllinie eiert. So richtig will da keiner in den Aufwärtstrend. Das müssen wir alles uns sehr genau ansehen. Gut, aber weiterhin, Liste wird gemacht, knallhart, ihr kennt mich. Ich will hier wissen, ob ich das Ding zum Laufen kriege oder nicht. Das ist das große Experiment. Und jetzt haben wir ja zum ersten Mal dann ein komplettes Quartal abgeschlossen. Gut, das ist der Stand der Dinge, was das angeht. Damit soll es mit Charlie erstmal sein, weil, wie gesagt, in 2 Wochen müssen wir uns ausführlichst mit diesen Zahlen beschäftigen. Dann habe ich News für euch, was Ninja Trader angeht, und das schauen wir uns auch mal detailliert an. Der ein oder andere, der Ninja Trader aktiv im Betrieb hat, wird gesehen haben, es gab eine Meldung, dass eine neue Version online ist. Die Version 8.0.19 kam am 23. September, wurde die online geschaltet. Die habe ich mir heute auch gleich heruntergeladen. Da könnt ihr einfach auf die Ninja Trader Seite gehen und die neue Exe-Datei herunterladen und einfach installieren. Die könnt ihr einfach drüber bügeln. Na, dabei sollte natürlich Ninja Trader nicht laufen, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Kleiner Tipp. Manchmal muss ich es zweimal installieren. Fragt mich nicht warum, aber dann nach dem ersten Aufruf verschluckt er sich irgendwie. Das heißt, ich installiere die Datei, schaue es mir dann an. Und dann irgendwie will es nicht so richtig und da hat bei mir eigentlich immer geholfen, einfach den Installationsprozess nochmal zu machen. Klingt so ein bisschen blöd, aber man muss sich halt zu helfen wissen. Und dann merkt man eigentlich gar nichts außer, also jetzt nichts unmittel, nicht keine größeren Veränderungen, außer dass dann natürlich in dem About drin steht 8.0.19. Aber wir gucken trotzdem mal rein, was denn die Kollegen hier alles gemacht haben. Weil das ist immer ganz spannend zu sehen, auch wenn es jetzt unmittelbar uns nicht betrifft, was die Software alles kann und was sie dort zur Verfügung stellt. Dazu gibt es auf der Internetseite dieses Release Notes, also quasi die Notizen, die Informationen rund um das neue Release, rund um die neue Version. Und da schreiben die, dass die eine neue Funktion rund um Optionsketten gemacht haben. Die Amis handeln ja sehr gerne Optionen. Wir haben ja auch bei TraderFox eine eigene Optionsabteilung. Ist jetzt nicht gerade mein Fachgebiet. Aber was die hier gebaut haben, ist, dass man rund um Underlyings sich dann diese Options-Chains, diese Optionsketten anzeigen lassen kann. Sprich, dann zum aktuellen Kurs, aktuellen Strike gibt es dann die Optionen, die verschiedene höhere bzw. tiefere Basispreise quasi haben. Und das wurde von NinjaTrader mit in die Software hineingebaut. Also für jeden von euch, der da unterwegs ist, ist das, glaube ich, eine ganz spannende Information. Das findet man dann hier. Hier gibt es jetzt einen neuen Eintrag. Unter Neu, New gibt es Option Chain. Und dann sieht das so aus. Bei mir hat er jetzt so richtig noch nichts angezeigt, weil ich nicht weiß, ob man dafür ein Datenfeed braucht. Ich glaube es. Das ist dann für NinjaTrader Continuum Connection. Und wenn man die Web-API dann nutzt, ist ein bisschen für die NinjaTrader-Welt. Vielleicht ist das für einen oder anderen von euch interessant. Dann haben die ganz viele bunte Boxen gebaut. Schaut euch das mal an. Das nennen die Order Flow Volumetric Enhancements. Kann man kaum aussprechen. Also es geht darum, Volumen in der Kursachse darzustellen. Seht ihr hier die roten, ja, ich bin wieder farbenblind, hier die grünen und den einen roten Bar und dann den Handel, der in der Zeit, wie diese Kerze erzeugt worden ist, da wird der Handel dann hier schön bunt aufgemalt. Sprich, bei welchen Kursebenen wurden wie viele Kontrakte gehandelt? So kann man das sich ungefähr vorstellen. Und da hat NinjaTrader Multiple Features, also mehrere Funktionen hinzugefügt, um sich diese Zusatzinformationen darstellen zu lassen. Ja, also das ist im Augenblick so, dieses Volumentrading ist so die Nachricht, die im Augenblick. Ich habe beinahe gesagt, das ist die Sau, die im Augenblick durchs Dorf getrieben wird, hört man überall Volumenhandel, Volumenhandel.
Dann Order Flow, Volume, Weighted, Average. Boah, wofür steht denn das P? Ich weiß es gar nicht. Enhancements. Noch schöne, viele bunte Linien. Multiple features have been added to further increase customization and functionality. Also rund um dieses Volumenindikator, der auch wieder den Order Flow zeigt, haben die Kollegen dort eingebaut. Eine FX Correlation Window, also Korrelation zwischen Währungen hier. Korrelation ist ja eine mathematische Kennziffer zwischen minus 1 und 1. Sprich, wenn zwei Werte komplett korreliert miteinander laufen, also den Wert 1 haben, dann laufen sie quasi identisch. Stellt euch ein Hebel-2-Zertifikat auf den DAX vor und den DAX selber, die laufen mit einer Korrelation von 1. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, ich kann von dem einen Wert auf den anderen immer unmittelbar schließen. Das heißt, wenn ich euch sage, das Hebelzertifikat hat 2% gemacht, dann wisst ihr, der DAX hat 1% gemacht, weil die komplett fest korreliert miteinander sind. Minus 1 ist dann die Korrelation in die andere Richtung. Bestes Beispiel das Short-Zertifikat. Ein Hebel oder ein Short-Hebel auch von 2 bedeutet halt, wenn der DAX 1% steigt, fällt mein Short-Zertifikat um minus 2. Das heißt, die sind auch fix korreliert, aber halt genau in die andere Richtung. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat jetzt NinjaTrader auch mit eingebaut in einer sogenannten Correlation Matrix und haben dafür die Währungen genommen. Und die Währungen, die hängen ja wirklich häufig miteinander zusammen. Sprich, australische Dollar gegen US-Dollar korreliert mit Euro, US-Dollar. Ne, die haben immer relativ hohe Korrelationswerte. Ich gucke gerade mal hier, der Euro zum Yen und der Euro zum US-Dollar, das ist eine Korrelation von 0,78. Also die verlaufen sehr, sehr, sehr ähnlich. Hier haben wir noch einen höheren. Euro zum japanischen Yen und US-Dollar zum japanischen Yen hatte eine Korrelation von 0,86. Na, für den, da kann man dann halt sehen, welche Währungen unabhängig voneinander laufen. Ich denke, die Forex-Trader werden da dann Informationen rausziehen, welche Währung vor allen Dingen nicht korreliert läuft, also sprich ein Eigenleben macht oder inne hat. Sie haben einen Korrelationsindikator hinzugefügt, also hier unten eine Linie, die funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, wir haben hier oben Amazon und dann kann man die Korrelation zwischen der Datenserie und einem Desired Instrument, also einem weiteren Instrument vergleichen. Das heißt, man sieht hier Amazon im 15-Minuten-Chart und kann dann sagen, genau SPY, wie ist die Korrelation zwischen Amazon und dem S&P 500? Ne, in der Regel laufen die sehr identisch. Amazon halt eine Riesenfirma, die größte Firma oder eine der größten Firmen der Welt und der S&P 500. Das heißt, dass die wirklich komplett auseinanderlaufen, ist recht unwahrscheinlich. Beziehungsweise, wenn das passiert, dann kann man wieder Informationen daraus schließen. Okay, Amazon scheint hier am Abend. Schauen wir uns das mal hier an. Da ist Amazon auf einmal gestiegen und die Korrelation zum Gesamtmarkt ist gefallen. Dann weiß man also schon, okay, der Markt hat diese Aufwärtsbewegung nicht mitgemacht. Was immer man dann für Schlüsse daraus zieht. Das haben die wohl auch mit eingebaut, ein Korrelations, Indikator. Verschiedene Hotkeys, also Tastenkombinationen, um den Workspace zu speichern und Templates zu laden, also auch für Kleinkram. Dann das fand ich hier ganz witzig. Die zuletzt genutzte Farbe wird hier endlich ganz an die Spitze der Farbenliste gepackt. NinjaTrader hat ja unheimlich viele Farben und man sucht sich immer seine Lieblingsfarben raus. Die haben dann zig Rottöne und Blautöne und dann haben die einfach nur dieses kleine Feature dazu gebaut. Add recently used colors to the top of the color picker. Das heißt, die zuletzt genutzten Farben stellen sie ganz oben dar, damit man seine Farbe wiederfindet. Auch so Kleinkram ist dann hier aufgelistet. Gibt einen Save Default Button. Das ist auch ganz interessant rund um das Thema Templates. Das heißt, wenn ihr im Strategy Analyzer Zahlenwerte eingebt als Template, dann gibt es auch ein safest Default. Sprich, wenn ihr es dann das nächste Mal aufruft, dann werdet ihr diese Zahlen wieder vorfinden. Edit Web API für Continuum CQG. Das sind Datenanbieter bei den Amerikanern. Ich denke, dieses mit der Web API, das bezieht sich oben auch auf die Optionsketten. Das heißt, da geht wohl NinjaTrader auf irgendeine
andere Schnittstelle, eine Web-Schnittstelle und fragt dann diese Optionsketten ab. Und dann seht ihr, geht das hier los mit Fixes. Das heißt, da oben sind quasi neue Funktionen, größere oder kleinere. Wir haben ja nur wirklich ein Update hier auf der dritten Stelle. Das ist ja nichts Weltbewegendes. Und jetzt kommt die Liste mit den Fixed, also mit den Bugs, mit den Issues. Und da habe ich geguckt, ob unser R-Quadrat-Fehler mit dabei ist. Da hätte ich mich ja sehr gefreut, aber leider nicht. Dieser R-Quadrat-Fehler ist immer noch mit drin. Sprich, wenn ich eine simpelste Strategie nach R-Quadrat optimiere, kommt der mir mit Werten jenseits der 1. Da hätte ich mich natürlich sehr gefreut, wenn das da auch schon mit drin gewesen wäre. Und diese Liste, ja, die ist ganz schön lang. Aber da sieht man, dass die wirklich aktiv an ihrer Software arbeiten. Das sind kleine Sachen, große Sachen. Das müssen wir gar nicht. Hier, das finde ich auch gut. Hier, Tick Size Edition von 0, ja, keine Ahnung, wie viel Nullen und Eins. Was not working as expected. Also es gab wirklich irgendein Underlying, was so eine kleine Tick Size hat. Und da hat NinjaTrader bisher nicht vernünftig funktioniert. Also, ganz viele Informationen. Lohnt sich ein Update? Werde ich jetzt gleich gefragt. Ein Update, macht mal ein Update, wenn ihr in eurem Entwicklungssystem ein Update im Produktionssystem würde ich jetzt nicht unbedingt sofort machen. Soweit ich mir das angeguckt habe, sind jetzt hier keine schwerwiegenden Sachen drin. Das heißt zum Beispiel auch in unserem Livestream werde ich jetzt nicht unbedingt sofort das System stoppen, Updates machen, alle Positionen wieder gucken, dass sie passen. Die Arbeit erspare ich mir. Auf meinem lokalen Rechner hier habe ich es gemacht. Da denke ich mir immer mal mit dem Neuen mitzugehen. Macht Sinn. Die machen ja auch viel hier solche kleinen Performance-Dinge. Und die werden mir dann hier helfen. Und so würde ich es euch auch empfehlen. Sprich, das System, was ihr gelegentlich nutzt, macht ein Update. Alles andere, lasst es laufen. Ist es im Augenblick, glaube ich, nicht wirklich wert. Gut, das als Information mal vorneweg. 8.0.19 als neue Version von NinjaTrader. Dann habe ich auf meinem Spickzettel stehen, Lenz und Partner. Ich habe ein paar neue Informationen. Zwei gute Informationen. Wir hatten ja vor zwei Entwicklerkonferenzen, hatte ich ja mal so ein bisschen erzählt, wie welche Datenpakete es so gibt. Gehen wir mal wieder auf die Ninja Academy Seite. Da haben wir ja hier oben den Punkt Datenfeed und dann haben wir uns ja mal durch die ganzen Datenangebote durchgekämpft, muss man ja auch sagen. Ich habe dann vor allen Dingen also die Zusatzangebote, also die Grundangebote feuerfrei, die sind weiterhin sehr, sehr gut und absolut empfehlenswert. Und dann ging es ja darum, hier diese Zusatz-Add-ons. Und da habe ich zwei super Informationen. Einmal, wir hatten ja die Mikro-Futures vermisst. Also wir haben ja jetzt viel die Minis angeguckt, aber es gibt ja noch die Mikros, die dann einen kleineren Hebel quasi haben. Die kommen jetzt mit rein. Da gibt es keinen Grund, warum die nicht mit drin sind, sondern da habe ich bei Lenz und Partner quasi genau den Ansprechpartner gefunden, der gesagt hat, wie, die sind nicht mit dabei. Natürlich müssen die da mit rein. Das heißt, dieser MES, also wenn wir sagen, der ES ist ja der Mini-Future auf den S&P 500, da gibt es ja den MES, den Micro. Das heißt, die werden hinzugefügt. Ich gehe auch davon aus, dass das dann in der nächsten Woche passiert. Und dann in den entsprechenden Paketen wird dann der entsprechende Mikro da zugefügt. Das war das eine. Das zweite Gute ist, dass wir wahrscheinlich ein Paket bekommen werden. Sehr wahrscheinlich ein Paket bekommen werden, wo diese ganzen Mini- und Micro-Futures in einem Paket zusammen sind. Unser Gedankenanstoß oder mein Gedankenanstoß hat da, glaube ich, auch die richtige Person getroffen, die dann gesagt hat, okay, da mache ich mich mal schlau. Und man hat mir heute signalisiert und sehr positiv signalisiert, dass jetzt noch ein bisschen Kleinkram verhandelt werden muss hinter den Kulissen. Fragt mich nicht, was das genau heißt. Aber da man mir die Information so offiziell gegeben hat und gesagt hat, da finden wir ein Paket, dann finden wir auch ein Paket zu einem vernünftigen Preis, gehe ich davon aus, dass das auch kommen wird. Frag mich nicht, ob das nächste Woche gleich online gehen wird oder wie lange das jetzt dauert. Da bin ich selber sehr gespannt. Aber man hat mir sehr eindeutig signalisiert, das geht wohl. Schon mal deutlich besser, als wenn man mir irgendwie gesagt hätte, aus irgendeinem Grund können wir das doch nicht anbieten. Worum geht es da im Detail? Wir hatten uns ja angeguckt, hier die E-Mini-Futures und dann gab es hier mehrere kleine Pakete und da war die Frage, warum packt ihr das nicht irgendwie in eines zum fairen Preis, sodass wir hier
mit einem Preis, ich sage ja mal zwischen 50 und 100 Euro, aber hoffentlich mehr Richtung 50 Euro, alle E-Mini und E-Mikros drin haben, weil das ist, glaube ich, das, was ja die meisten von uns, von euch und natürlich auch von mir eigentlich interessiert, den großen Future-Markt. Ich glaube, der ist ja zum Beispiel für uns vollkommen uninteressant. Aber da finde ich klasse, dass sich da was bewegt. Und da versuchen wir natürlich auf Lenz & Partner auch ein bisschen einzuwirken, aber wir arbeiten mit denen sehr gut zusammen und vor allen Dingen für uns ist das ganz spannend, als TraderFox einen so Partner direkt als einen solchen Anbieter als Partner zu haben, wo wir echt mal doof nachfragen können, warum gibt es da denn nicht das Datenpaket? Was vielleicht als Endkunde nicht ganz so einfach ist, solche Informationen zu bekommen. Genau, ich kriege hier gerade schon Jubelkommentare in der Fragenbox, dass ihr euch das auch wünscht. Ich wünsche es mir selber auch und da bleibe ich am Ball. Aber die Information heute, die fand ich schon klasse, dass das wirklich auch möglich ist. Das muss jetzt nur verhandelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, der ein oder andere, der das ja gemacht hat, weiß ja auch, was man da an Papierkrieg selber unterschreiben muss mit Non-Professional Use für euch, also für den Non-Personal Use, dass das ja wieder so ein eher ein rechtliches Problem ist. Heutzutage ist ja alles irgendwie ein rechtliches Problem. Klasse. Also, so viel dazu. Glaube ich, das sind ganz spannende Informationen. So. Die letzte halbe Stunde. Jetzt haben wir genau 7:30. Machen wir dann weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Sprich, das große Thema dieses Monats ist ja Optimierungen der anderen Futures und ja, ich muss mich leider so auf den S&P 500 Future reduzieren beziehungsweise quasi konzentrieren, weil sich dort am meisten abspielt und am meisten ermöglicht. Deswegen machen wir heute wieder ein paar weitere Backtests, ein paar weitere Optimierungen. Ich stelle euch noch ein paar Analysen vor, die ihr auch mit den Testern und den Skripten machen könnt, die ihr auf der Ninja Academy Seite findet. Sprich, alles, was ich heute mache, sind die fehlenden Charlie-Mechanismen, die wir bei dem letzten Mal noch nicht besprochen haben. Wir haben beim letzten Mal ja gemacht, oder wir haben die Trendlinien bisher gemacht. Wir haben letzte Woche die Candlesticks gemacht. Und da hatten wir ja auch einen richtig coolen gefunden, den ich jetzt auch an den Start bringen will, wenn jetzt unsere Kursgeschichte ja auch endlich durch ist. Und deswegen machen wir heute den Popgun. Ne, den können wir uns angucken. Und dann auch das Wave. Den Charlie Wave auf den S&P 500. Und da habe ich heute wieder viele Zahlen für euch vorbereitet und viele Gedanken für euch vorbereitet. Und dann gucken wir auch gleich in den Strategy Analyzer rein und versuchen mal so eine Strategie zu zerlegen, argumentativ zu zerlegen. Denn natürlich im Augenblick gucke ich mir alles doppelt und dreifach genau an. So, was seht ihr vor euch? Ein Screenshot aus dem Strategy Analyzer, ein Ergebnis vom Popgun Long. Wieder um ein paar Rahmenbedingungen zu geben. Der Popgun war ja ein Muster, welches wir im Mini-FDAX ganz gut optimieren konnten, also auch über Jahre hinweg, länger als unser ja so geforderter zweieinhalbjähriger Zeitraum. Das war der, der in den letzten Wochen ja so einen Durchhänger hatte, aber jetzt wieder auf plus minus null steht. Das heißt, der sein Drawdown abgebaut hatte. Und den versuche ich jetzt hier auf den ES anzuwenden. Habe also fleißig Backtests durchgeführt. Ihr seht hier die Parameter auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Mit den folgenden Kennziffern. Insgesamt, das ist jetzt hier auch wieder ein Zeitraum vom 01.01.2017 bis jetzt, also zwei Dreivierteljahre. Wir haben, wenn wir die Werte optimieren, sonst Regelwerk ist genau das gleiche, Gebühren und so weiter, versteht sich, kommen wir auf etwas mit einem Profitfaktor von 1,5. Schauen wir uns mal wieder die Kerngrößen an, die ja immer wichtig sind. 900 Punkte. Oder umgerechnet 4.500 Dollar mal 50 Euro, ne? Der Punkt sind 50 Dollar. 1.000 mal 50 sind immer noch 50.000. Steht doch, ich bin blind.
Ich gucke mir so hier diese Zahl an und da steht es doch davor. Tag ist heute lang. So, also 45.000 Dollar Gewinn oder 919 Punkte. Das Ganze bei einem Drawdown von ungefähr 100 Punkten oder 5.000 Dollar, also so ein 10 zu 1 Verhältnis, das ist gar nicht so verkehrt. Profit Faktor 1,5. Trefferquote mit 75%, außergewöhnlich hoch. Das sieht schon wieder gut aus. Das heißt, da haben wir auch wieder so einen Popgun-Effekt, den wir wohl ausnutzen können. 367 Trades, in anderen Worten, jeden zweiten Tag. Einen Tag. Ich kriege schon wieder die Frage, genau, ist denn dein Backtest tatsächlich in die Zukunft übertragbar und berechenbar? Das weiß ich nicht. Das versuchen wir ja herauszufinden. Aber das ist ja alles, was wir hier zur Verfügung haben. Weil die Zukunft wissen wir alle nicht. Nur das ist ja nur diese Diskussion können wir ja ewig führen, weil wir haben ja nichts anderes als diese Informationen. Und deswegen gilt ja mal der Grundsatz, Backtesting schön lange oder Out-of-Sample-Experimente etc. Das heißt, ich will möglichst langfristige Effekte haben. Aber dazu vielleicht am Ende noch mehr, weil wir haben ja einen sehr definitiven Gedanken dazu, was wir hier versuchen. Gut, aber dazu gleich mehr ist gemerkt. Wir haben ja auch im Anschluss wieder unseren inoffiziellen Teil. Also, wieder zurück zum Thema Popgun. Also sehen wir hier schon wieder etwas, was recht positiv aussieht. Also 75% Trefferquote. Average Trade sind 2,5 Punkte. Das sieht jetzt wieder optisch so wenig aus, aber das mal 50 sind 125 Dollar. Insgesamt hier Winning Trades ungefähr in dem Bereich von 500 Dollar, aber Average Losing Trade von 1000 Dollar ist natürlich happig. Das ist hier so die Kennziffer, die mir nicht so schön gefällt. Der Average Losing Trade, der Average liegt bei 20 Punkten. Wie man sieht, hat er sich ja auch dementsprechend optimiert. Das heißt, er sagt, Profit ist immer eine relativ kleine Zahl, irgendwo unter 50 und Stop-Loss geht hier Richtung 70, 90, 90. Und damit erklärt sich dann auch so ein bisschen die hohe Trefferquote. Das heißt, wir haben viele, viele kleine Gewinne und dann dagegen weniger Verluste. Wir haben nur 25% Verluste, aber die hauen dann hier mit 20 Punkten ordentlich rein. Wählen wir mal eine andere Darstellung. Schauen wir uns das Ganze wieder in unserem Chart an. Das ist in Ordnung, aber nicht prickelnd. Wir gehen damit wieder hart ins Gericht. Soll heißen, seitwärts, seitwärts, seitwärts über Monate. 19.01. bis wirklich, also das ganze Jahr 2017 wirklich gar nichts, auch 2018 gar nichts. Und auf einmal fängt er dann hier an loszuziehen, ist jetzt auch auf All-Time-High. Das heißt, mein Vierklang, den ich ja immer hier definiere, stetig steigend, langfristig und unabhängig. Also die Stetigkeit ist nicht so sehr gegeben. Steigend, ja, ist wunderbar grün. Langfristig, klar, wollen wir so lang haben wie möglich und unabhängig zum Markt. Naja, nehmen wir mal wieder so den Maßstab. Unabhängig ist es, also wir sehen nicht den Verlauf des S&P 500 raus. Da hatten wir ja hier zu Weihnachten 2018 ein ordentliches Tief. Das heißt, der ist hier schon höher, früher wieder angesprungen mit dem Popgun-Muster. Das ist wohl gegeben, aber diese Seitwärtsphasen, das ist leider nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. In der schnellen Analyse würde ich sagen, ja, wir haben einen positiven Effekt, keine Frage. Aber das ist kein System, wo ich jetzt wirklich sofort sagen würde, ohne weiteres Tuning, dass ich das ins Rennen schicken würde. Wir sind da sehr verwöhnt noch vom System von der letzten Entwicklerkonferenz, was ja wirklich stetig steigend, langfristig und unabhängig war und was wir ja auch sehr lange zurücktesten konnten. Das sah ja komplett anders aus. Das heißt, positiver Effekt beim Popgun, aber nicht im Augenblick wirklich einsatzbereit. Dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, hier am Donnerstag steht eine Null. Das heißt, ich habe den Donnerstag mal herausgenommen, weil der dann, als ich die Analyse gemacht habe auf Wochentagsbasis, war der Donnerstag sogar leicht im Minus. Macht wieder so ein bisschen Sinn. Der Donnerstag ist ein schwacher Tag. Den Effekt kennen wir ja nun auch schon. Immer wer schon länger die Entwicklerkonferenzen verfolgt. Das heißt, der war wirklich signifikant schlechter, hat aber dann dazu geführt, also auch nicht zu irgendwie einem stetigen Verlauf, sparen wir uns zumindest die Gebühren und das Risiko im Markt zu sein. Gut, aber das ist jetzt eine reine Fleißarbeit. Das heißt, ich habe weitergetestet, das Ganze im 10-Minuten-Chart gemacht. Und ihr seht, die Werte sind recht ähnlich. Das heißt, auch wieder Profit Target 50 zu 98.
27 zu 40, der Dienstag hier, der ist ein bisschen anders. 32,96, das heißt, ihr seht auch wieder die Kombination, kleiner Profit-Target, großer Stop-Loss. Der Donnerstag, da traut er sich ran, aber man sieht hier auch wieder die Besonderheit des Donnerstages durch diese kleinen Werte. Das heißt, wenn er hier einen Trade macht, versucht er das sehr schnell zu beenden. Und ein Freitag mit 39,48. Man muss dazu sagen, dass der 10-Minuten-Chart dann eigentlich genau das abbildet, was auch der 5-Minuten-Chart macht. Das ist jetzt die Ergebniskurve vom Popgun im 10-Minuten-Chart und das sieht genauso aus oder sehr ähnlich aus, sagen wir es mal so, wie das, was wir gerade im 5-Minuten-Chart gesehen haben. Am Anfang läuft er ein bisschen besser, dann kommt diese wieder eine immens lange Seitwärtsphase und dann zieht er an, da wo auch der andere angezogen hat und jetzt geht's wieder in die Seitwärtsphase. Das heißt, 5 und 10 Minuten Chart sind nicht wirklich unabhängig voneinander, so dass wir hier auf einmal komplett andere Ergebnisse bekommen. Hier auch nochmal der 10 Minuten Chart am Wochentag, Montag, Mittwoch und Donnerstag recht gut. Man sieht hier, Montag hat einen durchschnittlichen Gewinn von 3,3, der Mittwoch von 2,5 und der Freitag von 2,4. Also da wollen wir ja hin. Und dann haben wir hier die Donnerstage und die Donnerstage und die Dienstage. So, da wollte ich hin mit 0,4 und einen Punkt. Das heißt, die sind zwar grün, aber wir haben ja sehr kleinen Gewinn je Trade. Und der Net Profit ist dann auch extrem klein. Das heißt, wenn, dann könnte man sagen, konzentriert man sich hier auf Montag, Mittwoch und Freitag. Ist mir aber alles irgendwie von der Substanz her nicht gut genug. Wollen wir denn den Popgun? Holen wir uns mal den Strategy Analyzer dazu. Hier kommen wir später zu. Das heißt, was ich gemacht habe, führe ich das noch einmal quasi noch mal vor, wie ich mich hier dann durchgewurschtelt habe. Und mir fehlt jetzt gerade das 15-Minuten-Ergebnis, aber dann bauen wir uns das eben im Strategy Analyzer zusammen. Das heißt, ich nehme unseren TF Candlestick, der ja Popgun Long und Popgun Short hat. Auch Popgun Short habe ich wieder ausprobiert, aber auf Aktienindizes brauchen wir gar nicht mit Short anfangen, schon gar nicht bei den Amerikanern. Bedenkt immer, dass die amerikanischen Indizes ja eigentlich noch viel besser gelaufen sind als die deutschen. Das heißt, hier mit Shorts zu arbeiten, den Effekt werden wir auch gleich sehen. Das bringt so überhaupt nichts. So, jetzt müssten wir ja bei Template. Warte. Oh, hier gibt es jetzt den Knopf Save as Default, ne? Das, was gerade eben als Neuerung aufgelistet worden ist. So, was habe ich hier gemacht? TF Candlestick, Popgun Long und dann konnte ich hier jeden einzelnen Tag optimieren mit Profit Target und Stop Loss. Und habe mir dann die einzelnen Werte ausgeben lassen. Hier macht es zum Beispiel keinen Sinn, für jeden Wochentag den Wertebereich gleichzeitig reinzugeben, weil hier sich ja alle Trades nur um den Montag handeln. Das heißt, die Trades von Dienstag haben ja kaum, muss man sagen, Einfluss auf den anderen Tag. Sie haben einen gewissen Einfluss, wenn die Position über Nacht gehalten wird. Sprich, dann wird ja am nächsten Tag der erste oder der nächste Trade dann quasi verhindert. Aber das sollte hoffentlich marginal sein. Das heißt, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, ist, ich habe mir hier mehr oder weniger sinnvolle Zeiträume ausgedacht. 50 mal 50 Kombinationen sind schon wieder 2500, 2100 und dann braucht er hier bei mir so eine Minute, bis er dann den Montag, den Dienstag und den Mittwoch durchgelaufen hat. Ach, hier noch vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich hatte noch eine Kommunikation mit Ninja Trader. Und zwar hatte ich bei dem Wave, zu dem kommen wir auch gleich, so ein bisschen Speicherprobleme, beziehungsweise der Speicher war immer sofort voll. Ich habe jetzt hier auf meinem Notebook 16 GB. Und dann habe ich halt mal gefragt, so, was brauche ich denn für einen Rechner, um Ninja Trader wirklich laufen zu lassen? Und dann fing die auch an mit 8 und 16 GB. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber was ist, wenn ich unbegrenzt hätte? Sag sie, ja, knall da Speicher rein, so viel du hast.
Also viel hilft viel. Die stehen vor der gleichen Problematik, dass die natürlich sagen, mit etwas geringeren Ressourcen läuft es auch, aber dann langsam. Und gerade bei Speicher muss er dann unheimlich viel, das merkt man dann, das macht den Rechner dann auch langsam. Wenn man wenig Speicher hat oder wenn er dann anfängt zu managen. Jetzt bin ich natürlich schon am Überlegen, ob ich hier entweder noch einen Rechner mir anschaffe, der dann 32 oder sogar 64 Gigabyte Speicher hat, damit ich dieses intensive Testen etwas beschleunigen kann. Oder ob ich mir hier vielleicht auch den Laptop mal eine Stufe größer zulege. Also viel hilft viel. Läuft immer, also hat mehr damit zu tun, dass er das dann auch ein bisschen schneller durchführt. So, das nur mal am Rande. Profit Target Stop Loss 52,88. Also ihr seht, das ist wieder genau der gleiche Grundeffekt. Er versucht, Profit Target kleiner zu halten als der Stop Loss. Oder mit anderen Worten, er versucht, sich aus jedem Trade irgendwie herauszuretten über die Zeit. Und das ist natürlich etwas, was mir nicht ganz so sehr gefällt. Schauen wir uns mal die Analysekurve an, nachdem wir jetzt erst nur den Montag optimiert haben. Das heißt, wir können jetzt wirklich, indem wir Wochentag für Wochentag optimieren. Ich trage jetzt ja quasi hier das Ergebnis dann ein. Können wir sehen, wie die grüne Kurve dann hoffentlich sich nach oben arbeitet. Beim Popgun kriege ich auch gerade den Hinweis, können wir auch gleich dann doch nochmal die Anzahl der Positionen erhöhen, um dann zu sehen, ob wir natürlich auch mehrere Popguns hintereinander durchaus handeln können, wenn denn ja unsere Depotgröße das zulässt. Ja, auf den Server zu gehen, der Andi sagt, oder nimm doch gleich einen Server. Es muss natürlich ein Windows-Server sein, das heißt, man muss irgendwo einen Hoster finden, der einem dann auch ein Windows gibt. Grundsätzlich läuft das ja. Da könnte man es dann für kleines Geld mal, ja, kleineres Geld ausprobieren, sprich ein Windows-Server, ein dezidierter Windows-Server. Wer bietet denn sowas an? Windows-Server Strato hatte sowas, also wo man dann das Windows-Betriebssystem drauflaufen lassen kann. Da brauchen wir natürlich dann mit dem virtuellen Server gar nicht erst anfangen, weil da sprengen wir alle möglichen Rahmen. Genau, ein virtueller Server geht auch gerade mal so bis 16 Gigabyte, aber gibt es denn hier auch virtueller Windows-Server? Nein, Dedicated Windows-Server. Während er da unten rechnet, können wir uns das ja mal angucken. Sprich, die Idee ist, sich gar nicht so einen Rechner dann selber ins Büro zu stellen, sondern hier ein Angebot zu nehmen, was zum Beispiel Strato, nur um ein Beispiel zu nennen, zu nehmen. Und wenn wir dann hier, ja, aber das wird auch recht teuer. Ihr seht hier, die fangen auch an bei 8 GB, 16, 32 und dann geht es hier hoch bis 64 GB und dann ist man auch mit 130 € im Monat dabei. Jetzt kann man natürlich dagegen rechnen, was kostet der, wenn ich mir den neu anschaffe. Ich schätze mal so bummelig. Na gut, Grafikkarte brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Die kann man sich schenken. Schnelles Motherboard, 64 GB Speicher. Festplatten sind eigentlich auch Peng. Dann kann man vielleicht einen 500, 600 € Rechner sich zusammenbauen. Dann sind das so 5 Monate. Ah, bin ich fast dabei. Bin ich fast dabei, den mir dann selber einen hinzustellen. Natürlich Hetzner finde ich sehr gut. Die haben sowas auch. Dedicated. Ah, die haben so Riesenmaschinen, ne? Da kann man echt alles, da kannst du bis zum Dell-Server alles kaufen. Gehen wir mal hier auf die PX-Serie. 64 GB Speicher, da muss man aufs Betriebssystem noch gucken. Da kostet dann ein Windows-Server nochmal 27 € im Monat obendrauf. Das war auch so in dem Bereich. Also ein schneller Rechner mit 64 GB Speicher. Oh, jetzt kriege ich hier ganz viele Tipps, das finde ich cool. Warte, ich gehe doch da doch mal durch, während er im Hintergrund hoffentlich rechnet. Beziehungsweise jetzt haben wir auch den Dienstag durch. 78, 78, 94, 94. Aber so richtig aus dem Quark kommt der hier mit dieser Delle auch nicht. Ich vermute mal, das wird die Donnerstag-Delle sein, aber lassen wir uns gleich eines Besseren belehren und stoßen mal die Optimierung des Mittwoch an.
Und so hangelt man sich dann hier durch. Das interessiert mich, ob das wirklich so stimmt. Contabo habe ich noch nicht gehört. Aber VPS lässt schon wieder auf virtuelle. Was? Die müssen meinen was? Mein Browser checken? Ah, Pseudosicherheit. Ja, 60 GB garantiert, das scheinen mir virtuelle Maschinen zu sein. Wobei, wenn es da steht, garantiert, ist die Frage aller Fragen. Wobei für den Preis 26,99. Server-Virtualisierung auf Root-Server-Niveau. Das ist natürlich die Quadratur des Kreises. Virtuelle Maschinen mit dem Niveau eines Root-Servers. Wie funktioniert sowas? Also ich meine, wie können die jetzt einen virtuellen Server mit 60 GB garantiert für den kleineren Preis anbieten? Das funktioniert so wie ein Parkhaus. Ihr habt in einem Parkhaus 100 Parkplätze, aber ihr gebt 120 Tickets aus. Das heißt, das funktioniert nicht, wenn alle 120 Leute gleichzeitig kommen, aber in der Regel sind nicht alle 100 wirklich in eurem Parkhaus drin, sondern es sind immer irgendwie, ja, hoffentlich maximal 100 drin. Das heißt, man kann das statistisch ziemlich gut ausrechnen und einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch diese Virtualisierungssoftwaren. Das heißt, die verkaufen uns jetzt, also verkaufen in dem Sinne, bieten uns an 60 GB Speicher, haben aber auch nur 64 GB wirklich physisch im Rechner und gehen einfach davon aus, dass wir uns den Server vielleicht noch mit einem oder einer dritten Partei noch teilen und gar nicht alle gleichzeitig wirklich diesen Speicher brauchen. Ja, ich weiß, es ist sehr vereinfacht, aber so Pi mal Daumen funktionieren auch sehr häufig diese Virtualisierungssysteme. Das heißt, durchaus, wenn ich es brauche, dann sagt er mir auch, du hast 60 GB und du darfst auch 60 GB nutzen. Und in 95% der Fälle funktioniert das auch, weil die einfach davon ausgehen, dass das ja nicht der Vollzustand ist. Aber ganz spannend, Contabo, viele Angebote. Zum Testen sind solche Sachen klasse. Also egal jetzt ob Contabo, Hetzner oder Strato, einfach mal einen Rechner für einen Monat buchen. Häufig kann man das ja für einen Monat nur machen, um mal irgendetwas auszuprobieren. Da ist Virtualisierung wirklich eine klasse Geschichte. So, aber wir weichen vom Thema ab, weil ich hier noch eben einmal das zum Ende bringen will. Wir sind jetzt auch schon gleich beim Donnerstag. So. 10 bis 100. Ja, jetzt kriege ich auch gerade wieder die Frage, warum macht ihr das nicht mit dem Livestream so? Aber das hatten wir neulich schon mal beantwortet, weil die Dinger keine Grafikkarte haben. Und da wir ja ein Live-Bild übertragen wollen, wo keine Grafikkarte, da kein Live-Bild. Das lässt sich auch nicht simulieren. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, wenn man sich auf solche virtuellen Kisten verbindet, dann übernimmt die Grafikleistung eure lokale Grafikkarte. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier mit meinem Laptop auf so einen virtuellen Server schalten und sehe dann ja auch das Bild des virtuellen Servers, aber das wird bei mir lokal in meiner Grafikkarte erzeugt, mehr oder weniger. Und das hätten wir beim Livestream nicht. Die Überlegung wäre, so einen virtuellen Server dann einfach laufen zu lassen für den Charlie oder meinetwegen dann auch viele einzelne Charlies oder wie auch so solche Spielereien. Nur da die per Definition keine Grafikkarte haben, erzeugen die kein Bild. Man nennt das auch kopflos im Englischen, also headless. Das heißt, die Rechner laufen ohne Kopf durch die Gegend. Das funktioniert für NinjaTrader selber, ja. Also wenn ihr kein Bild übertragen wollt, ist das perfekt. Lohnt sich das sehr. Oh, guckt mal hier den Donnerstag, wo der sich hin optimiert. Der Donnerstag ist echt immer eine eigene Geschichte. Genau, um das abzuschließen, das heißt, die virtuellen Server, das ist eine gute Alternative für alle von euch, die zu Hause keinen Rechner stehen lassen wollen, und im Betrieb haben wollen. Da ist das sehr zu empfehlen. Großer Vorteil ist auch, dass man dort häufig fast im laufenden Betrieb man kann im laufenden Betrieb auch Upgrades durchführen. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte gerne anstatt jetzt auf einmal 20 GB Speicher 40 haben, dann läuft das witzigerweise sogar ohne, dass die Maschine neu gestartet werden muss, weil das alles nur virtualisiert ist. So, dann machen wir das noch zum Abschluss und dann haben wir auch zur Genüge den Popgun getestet.
Also ein jetzt Kleinzeitrahmen, positiver Effekt, aber wirklich noch nichts Ausbeutbares. Gucken, wo wir jetzt mit den 15 Minuten hinkommen. Popgun Short, gar nichts. Können wir Häkchen hintermachen, ist leider nichts, was wir jetzt unmittelbar an den Start bringen können. Während der hier fertig läuft, habe ich dann noch den Charlie Wave heute viel getestet, also unseren Wellenindikator, unseren Bewegungshandelindikator, wenn ihr so wollt, der mir eine schöne Ergebniskurve geliefert hat. Und zwar sieht die so aus. Und das wird dann schon spannender und mit der müssen wir uns gleich mal kritisch auseinandersetzen. Und kritisch auseinandersetzen heißt auch, dass wir da so ein paar Kritikpunkte dran feststellen müssen. So, jetzt haben wir die ganze Woche im 15-Minuten-Chart getestet. Und was fällt euch auf? Sieht genauso aus wie der 10-Minuten-Chart, ne? Also, der Effekt ist echt sehr, sehr ähnlich. Wir kommen nicht drum herum. Wir bilden hier mehr oder weniger den Markt ab und wir schaffen nicht so wirklich eine Unabhängigkeit. Ihr seht schon, die Größenordnung sind genau die gleichen. Wir sind jetzt vom 5-Minuten-Chart hoch zum 15-Minuten-Chart. Wir haben Profit-Faktor 1,47, gerade hatten wir ja 1,5, 75% Trefferquote, 1000 Dollar durchschnittlicher Verlust, das geht gar nicht. Hier ist der Max Drawdown auch nicht so schön, 36 zu 6, also ein Faktor von 6, das ist, gerade waren wir bei 10, das war zumindest ein bisschen besser. Schauen wir uns mal eben an, was da rauskommt. Jetzt machen wir mal Trick 0815, weil ich keine Lust habe, das alles dann in das Backtest einzutragen. Hat er sich hier echt auf Profit Tage 10 optimiert? Krass. Das heißt, er nimmt sofort den Gewinn mit. Der will hier gar nicht länger im Markt sein. Gucken wir doch mal die Wochentage an. Das lässt doch schon wieder darauf deuten. Ja, der Freitag ist natürlich dann fast weg. Warte, dann machen wir das mal wie folgt. Hol mal eben einen kleinen Spickzettel. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man die Zahlen errechnet hat und dann in das normale Backtesting umschalten will, anstatt in die Optimierung. So. Dann habe ich mir die mal eben notiert. So, weil dann nehmen wir den Freitag mal raus. Das geht witzigerweise. Halt, stopp. Ja, ihr habt recht. Entry Time, nicht Exit Time. Siehst du, Donnerstag, der Mittwoch ist so gut. Das heißt, nehmen wir Donnerstag und Freitag gleich mal raus. Das geht mit dem Popgun-Tester recht simpel, indem man einfach 0 eintippt. Dann ist das der Mechanismus, dass der Wochentag nicht genommen wird. Das habe ich mal so gebaut. Dann spart man sich dann noch einen weiteren Haken. Hier hat er auf 90, 98. Das ist natürlich Wahnsinn. So, und jetzt machen wir mal den Donnerstag 0. Und hier lassen wir die Zahlen nochmal drin. Und Feuer frei. Jetzt sollte der Donnerstag hier verschwinden. Und er findet einen Trade am Donnerstag. Entry Time. Dieses Phänomen hatten wir ja letzte Woche auch schon mal, dass wir einen Trade am Sonntag hatten. Wie finden wir denn den jetzt heraus? Wir können uns ja die Trades anzeigen lassen. Wieso hat er jetzt einen am Donnerstag geöffnet? Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass der Future ja über Nacht geht. Na, das ist ja kein Future, der eine lange Mittagspause macht, sondern der läuft ja über Mitternacht rüber. Und dann kriegt er das hier nicht so richtig zugeordnet, weil der dürfte jetzt per Definition gar nicht da sein. Weil wir haben ja nun knallhart gesagt, Donnerstag nicht, sondern hat er hier einen einzigen drin. Ich gucke hier gerade, ob ich den irgendwie direkt aufrufen kann. Und das ist auch genau gleich wieder einer, deswegen ist das ärgerlich, der hier mit 1200 Dollar reinhaut.
ein einzelner Trade und gleich so ein Monsterverlust-Trade am Donnerstag. Was nimmt er denn da überhaupt dann für einen Stop-Loss? Das macht ja gar keinen Sinn. 1232, 1232 durch 50, das sind 24 Punkte. Wo kommen denn diese 24 Punkte her? Nach welchen Regeln hat er die denn aufgestellt? Das sind immer so die Feinheiten, über die man dann hier stolpert. Nehmen wir mal den Freitag auch raus, der ist ja sowieso klein. So, und dann schauen wir uns mal die Ergebniskurve an. Ja, die Grundform bleibt die gleiche. Wir kriegen diese Grundform nicht weg. Das heißt, ja, das Ding ist schön grün. Und wenn ich 2,5 Jahre Zeit habe und mich dann über so eine Phase einfach hinweg tröste, dann, aber guck mal, dann gehe ich auch von 18.000 bis auf 12.000 runter, um dann wieder diesen Anstieg zu haben. Das ist echte Krux, die wir da haben. Das heißt, wir finden Systeme, die in sich natürlich erfolgreich sind. Das kann jetzt keiner bestreiten. Aber man erkauft sich das immer durch extrem viel Geduld und auch Rücksetzer. Ne? Und das ist wieder das, was wir als Menschen nicht können, Rücksetzer. Ne? Ihr kennt das alle, die Fonds werden alle verkauft, wenn sie im Minus sind. Und wenn die Fonds wieder auf neue Hochkurse gehen, dann kaufen die Leute wieder. Und davor ist man dann nicht gefeit. Ich meine, wir sehen es ja auch selber jetzt hier in unserem Charlie-Experiment, dass wir jetzt nach, auch wieder Quartal für Quartal drauf gucken und da auch schon wieder ein wenig unruhig werden. Gut. Also, leider Popgun nicht so wirklich erfolgbringend, kann ich euch nur sagen. Zwar grün, aber nicht wirklich belastbar. Kommen wir zum Schluss zum Wave. Und da habe ich dieses hier gefunden. Und das ist der Wave Tester, den kennt ihr ja auch. Nochmal zur Einordnung unser Wellenmuster mit den Parametern der Wellenlänge, also wie groß die Zickzackbewegungen sein sollen, abgesichert durch Stop-Loss und Take-Profit. Und dann wollen wir ja den Trendwechsel haben. Das war angegeben durch diese Einsen und Nullen. So, warte, sagte einer, das wollen wir im Chart, das brauchen wir im Chart, habt ihr ja absolut recht. Suchen wir uns eben einen Chart und zeichnen es ein. Dann sehen und lernen wir, was ich hier überhaupt baue. Also, wir sind 15-Minuten-Chart. Jetzt sollen Sie sich mal daran gewöhnen, dass hier wieder neue Einträge sind. Wir sind im 15-Minuten-Chart unseres Mini-Futures. Also 15 Minuten, laden wir mal 20 Tage rein. Zack. Auf diesen wenden wir unseren Charlie-Wave-Indikator an. Der müsste dann hier unter TraderFox Charlie Wave auftauchen. Hier habe ich noch so eine Development-Version von mir drin. Dann haben wir auch den Charlie Wave Automat-Indikator. Das sind so Versionen von mir in meiner Entwicklung. Also unter TraderFox Charlie Wave findet ihr den. Und der hat jetzt eine Wellenlänge. Die Wellenlänge, was hatten wir da gerade? Ich meine, das war auf. Auf 6, lasst mich nochmal gucken. Ja, ich kaufe eine 7. Das war auf einer 7. So, dann machen wir das auch richtig. Öffnet mir dieses Fenster immer auf dem anderen Monitor in so einem komischen Format. So, 7. Das ist die Wellenlänge. Und das bestimmt quasi, wie lang diese Zickzackbewegungen sind auf der auf der X-Achse. Das heißt, wenn ich nur mal, um hier 100 zu machen, dann werden wir, boah, fast, dann seht ihr hier unten so einen Haken. Und je kleiner dieser Wert wird, desto näher rückt das Ganze an den Chartverlauf heran. Jetzt nehme ich mal eine 10, dann seht ihr, aha, das ist schon ein bisschen näher. Das habe ich auch im Bereich von 0 bis 100 optimieren lassen. So. Und da kam jetzt eine 7 heraus. Das heißt, das ist der Wellenverlauf im 15-Minuten-Chart, mit dem er etwas anfangen konnte. So, jetzt haben wir das. Jetzt will er das Ganze mit einem Stop-Loss und Take-Profit von 155 Ticks und 89 Ticks absichern. Tick-Size ist 0,25, also so grob durch 4. Also sehr große Stop-Loss und Take-Profit.
Er geht long, das heißt, auch hier sucht er den Long-Einstieg. Na, wieder der gleiche Effekt, wenn wir über 2,5 Jahre am S&P 500 ein System laufen lassen, es will einfach long gehen. Es geht auf die großen, langen Bewegungen. Wir kriegen es nicht raus aus den Systemen. Also man träumt davon, dass wir natürlich so im 1-Minuten-Chart immer ganz kleine, viele Shorts mitnehmen. Aber das ist ein Trugschluss. So etwas haben wir bisher noch nie gefunden, sondern die Systeme neigen dann dazu, die großen Bewegungen mitzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Ergebniskurve stetig steigend, langfristig und unabhängig ist. Denn wenn ich sage, okay, der Markt macht in den 2,5 Jahren auch x Prozent, dann brauche ich hier meinen Bot nicht anschmeißen. Das heißt, der Bot hätte nur den Vorteil, wenn ich die zwischenzeitlichen Abwärtsbewegungen des Marktes nicht mitnehme. Das ist dieser unabhängige Anteil. So. Und jetzt stand ja hier Trend from und Trend to. Das heißt, der Trendwechsel von 1 zu minus 1 wird auch hier gehandelt. Was bedeutet das? Das seht ihr hier unten. Der Charlie Wave, der sich zwar hier durch die Zählungen visuell darstellt, hat ja grundsätzlich immer die Trendeigenschaften. 1 bedeutet ein intakter Aufwärtstrend, 0 bedeutet trendlos und minus 1 ist der Trend nach unten, ein intakter Trend nach unten. Und da handelt er wirklich den großen Sprung von 1 auf minus 1. Das heißt, wenn der Markt von einem intakten Aufwärtstrend direkt in einen intakten Abwärtstrend springt, dann sucht er den Einstieg. Das heißt, jetzt schauen wir uns das mal an, das wäre hier der Fall. Hier geht quasi die Linie direkt am 24. September von einem intakten Aufwärtstrend runter oder auch hier am 23. Das hat er sich optimiert. Das können wir, das schauen wir uns auch mal an, damit wir hier auch alles ordentlich machen. Und zwar gehen wir mal hier in den Chart. Da sehen wir jetzt das Gemale des Indikators nicht, aber wir sollten, ach, er hat ja nur bis zum 17. gerechnet. Ah, ich will es jetzt nicht kaputt machen, spielt keine Rolle. Das heißt, am 17. sollten wir es sehen. Gucken wir also in den Chart hinein, scrollen mal bis zum 17. und dann ist das diese Bewegung. Wenn wir alles richtig gemacht haben, hier 5:15 Uhr, 5 Uhr, ja, irgendwo früh am Morgen, diese Bewegung am 17., die er dann zum Einstieg genutzt hat. Und dann war das dieser Trade. Oh, Exit on Session Close. Da macht er die Position zum Feierabend zu. Das können wir gleich uns nochmal angucken. Das heißt wieder, warum mache ich das? Das sind so Plausibilitätsprüfungen, gucken, ob wir auch wirklich alles das Richtige machen. Die Entwicklerkonferenzen sind für mich auch immer ganz gut. Ich muss es euch in Worten erklären. Und immer wenn ich stocke und etwas nicht erklären kann, ist das immer ein Zeichen dafür, wo, oh, könnte da ein Fehler sein. Und wenn ich es dann nicht schaffe, innerhalb von ein paar Minuten quasi sinnvoll zu erläutern, dann hat man da meistens auch einen Fehler. Aber die, die länger dabei sind, die werden das kennen. Aber das sieht alles soweit gut aus. Das heißt, das sind dann genau die Ereignisse, die er hier handelt. Oder am 18. müsste das dann auch nochmal kommen. Nee, kommt aber nicht wegen der Pause. Und das ist nämlich dann der dritte Parameter, den wir hier jetzt noch sehen. Das sind die Bars Pause. Das war auch ein Wert, den wir ja mal eingeführt hatten. Noch zur Erinnerung, wenn wir in so einer Kaskade von Abwärtssignalen sind, dass er dann nicht immer unmittelbar sofort wieder long geht. Dazu hatten wir das eingebaut und das ist recht groß mit 57 Kerzen. Das bedeutet, die beiden Signale sind einfach zu eng aufeinander. Dieses Signal ist quasi, ja, hier wäre das gekommen und wir sind erst quasi, keine Ahnung, wie viel sind das, 10 Kerzen vorher sind wir ja rausgegangen. Gut, ich schiebe das mal wieder hier hin. So, warum sind diese Parameter jetzt zumindest ein Anfang? Gehen wir mal in unsere Analyse. 24.000 Dollar. Oder durch 50, müssten 500 Punkte sein. Wir haben ein Ratio von nicht ganz von 9 zu 1, was
Total Net Profit und Max Drawdown angeht. Also das ist in Ordnung. Ihr seht, dass der Profit-Faktor hier 1,9 ist. Nochmal zur Erinnerung, gerade waren wir mit den Popguns irgendwo bei 1,5. Also das gefällt mir auch besser. 64% Trefferquote. Immer mehr erscheint mir, dass so eine Zweidrittel-Trefferquote eigentlich das Beste ist. Alles, was da drüber ist, muss man schon echt vorsichtig sein, ob warum das so ist. Also alle, die so Werbung machen mit 75, 80% Trefferquote, da hat man dann ganz häufig die Effekte, dass man sagt, na klasse, du machst 80% Trefferquote, weil du immer nur ein, zwei Punkte abkratzt. Und dann die anderen 20%, die reißen dich dann rein, wie wir es gerade beim Popgun ja so ein bisschen gesehen haben. Das heißt, eigentlich ist eine hohe Trefferquote dann fast kontraproduktiv. Und hier sind 64%, also so zwei Drittel, gar nicht verkehrt. Durchschnittlicher Gewinn. Ach, mache ich es doch mal auf Punkte. Dafür haben wir es doch. Durchschnittlicher Gewinn sind 3,6 Punkte. Das passt soweit auch. Und vor allen Dingen, obwohl wir eine Zweidrittel-Trefferquote haben, ist der durchschnittliche Gewinntrade 12 Punkte oder quasi übersetzt $600 und der Verlust ungefähr $550. Das ist auch noch eine Hausnummer, aber gerade waren wir ja beim doppelt so hohen beim Popgun. Also, wenn, dann ist natürlich unser Wave-Ansatz hier der deutlich noch besser anzusiedeln, deutlich noch zu bevorzugen. Die Kurve ist schöner, man sieht diesen zackigen, diesen eckigen Verlauf, weil wir weniger Trades machen. Ne, das sind jetzt nicht so viele, viele kleine Trades, sondern das ist die Anzahl der Trades sind ja jetzt nur 134, aber das muss nichts Schlimmes sein. Wir haben hier einen schön stetig langfristig unabhängigen Verlauf, also das sieht deutlich besser aus. Das heißt, wenn wir wieder gucken, der Gesamtdrawdown hatten wir ja gesagt 500 Punkte, aber auch so der zeitliche Drawdown, das ist schon das Maximale, was wir haben, war hier die Durststrecke, die wir zeitlich durchhalten müssen. Das war von 31.05.2017. Oh, das darf man gar nicht so genau angucken. Das ist dann hier auch wieder ein gutes Jahr. Aber seitdem macht er immer relativ schnell wieder neue Hochs. Also das ist schon mal ein bisschen besser als das, also auf jeden Fall besser als das, was wir gerade gesehen haben. Vielleicht kriegen wir das noch getuned. Jetzt weiß ich auch, warum Stop Loss und Take Profit so riesig sind, weil wir Exit und Session Close anhaben. Ne, das heißt, wenn wir diese Werte so riesig haben, stellt sich die Frage, wie kommen wir denn aus diesen Positionen raus, wenn der Stop-Loss jenseits von Gut und Böse ist? Wenn wir jetzt auch noch wissen, aha, er schließt die Position zum Feierabend, dann ist es so extrem unwahrscheinlich, dass wir überhaupt hier in den Stop-Loss oder in den Take-Profit gehen. Das heißt, er hat im Prinzip jetzt hier ein System gefunden, wo er die Einstiege nimmt bis zum Feierabend. Also lassen wir ihn mal machen. Das heißt, Stop-Loss. Na, machen wir mal ruhig 10 bis 200. Den machen wir, nein, ich will jetzt hier schnell zum Ergebnis kommen, lassen wir ihn mal auf 89 stehen. Aber wir verändern mal unser Kriterium. Boom, indem wir den Exit und Session Close herausnehmen. Wir müssen uns wieder ein paar Kennzahlen merken, also 490 Punkte, 65%, 1,9. Gucken wir mal, ob wir jetzt grundsätzlich besser oder schlechter werden. Hier fahre ich wieder die Taktik, ein Parameter unabhängig vom anderen zu optimieren. Soll heißen, ich lasse jetzt gar nicht beide laufen, damit wir nicht so lange warten müssen. Jetzt kriegen wir deutlich mehr Gewinn raus, 939 Punkte bei nur noch 90 Trades, Trefferquote 83. Mal sehen, wo das hingeht. Klar, Stop-Loss sind 200 gegenüber Take Profit sind 90. Also hier haben wir jetzt wirklich diesen Effekt, dass die beiden Werte so weit auseinandergehen, dass wir jetzt hier in diesem Bereich des sehr hohen Trefferquote bekommen. Also müssen wir doch in den sauren Apfel beißen und sagen, nee, die muss ich wirklich gleichzeitig testen. Wenn ich die jetzt getrennt voneinander teste, dann laufen die mir zu weit auseinander. Gucken wir mal, wie viele das sind. Doch, das sind 500 Durchgänge. Das schafft er jetzt in ungefähr einer Minute. So. Das heißt, das Grundereignis ist das gleiche. Wirklich dieser Trendwechsel oder mit anderen Worten, die Rücksetzer werden sofort wieder gekauft. Das ist dieser antizyklische Einstieg, den wir ja auch bei unserem Wave im Mini
Future haben, im Mini-FDAX-Future haben, dass er einfach in die Schwäche dann antizyklisch reingeht. Das war bisher ja immer bei den Wellenmustern das, was wir gefunden haben, was ansatzweise lukrativ war. So. So, das. Ach, Wahnsinn. Also, 1200 Punkte, also Gewinn verdoppelt. Profitfaktor irgendwo im Zweierbereich, auch super. Nur noch 60 Trades, könnte so ein bisschen in Richtung Cherry-Picking gehen. Also wirklich nur noch diese wenig guten Einzelfälle rausholen. 68% Trefferquote, perfekt, sind wir wieder in dem Bereich von zwei Dritteln. Das Einzige ist, guckt euch Stop-Loss und Take-Profit an. 180 Ticks oder auch 200 Ticks, also 40 Punkte im, das ist ja, nee, das ist ja 196 sind 200 durch 4, klar sind 50 mal 50 Dollar den Punkt. Da sind wir bei 2500 Dollar Take Profit. Deswegen so wenig Trade. Der kauft einfach und lässt liegen. Der kauft einfach und lässt liegen. Jetzt könnten wir es auch noch, jetzt könnten wir es ja mal wirklich bis zur aktuellen Stunde noch eben berechnen. Aber ihr seht, der kauft hier am 17. September, also unser Signal, was wir gerade gesehen haben, und dann dauert das ja ewig, bis der irgendwo reinläuft. Das ist dann wieder nicht umsetzbar, ne? Also, beziehungsweise es wäre umsetzbar, wenn ich jetzt 1 Million auf meinem Konto hätte. Dann würde ich sagen, okay, dieser eine Kontrakt macht nichts aus. Ne, lass den ruhig um 2500 Dollar hin und her schwanken, who cares? Aber wenn wir von unseren Depotgrößen ausgehen, wir haben ja 50.000 und die wenigsten unter euch werden da die sechsstellige Summe drin haben, dann bringt uns das jetzt unter dem Strich nichts. Guck mal, die Position wäre immer noch aktiv. 17. September eingegangen und bis heute gehalten. Und hier, ja, 6. September, es sieht jetzt so wenig aus, aber guck mal, das ist 6. September bis 12. September. Der hält die Dinger wirklich über Tage. Hier dann auch nur mal einen Tag und dann erwischt man genau diese Szenarien. Also das sieht schon, das hat, ja, natürlich, den hier, den nehmen wir für den Werbeflyer. Den hier nehmen wir für den Werbeflyer. Also unterm Strich ist das erfolgreich, aber es ist auch, es ist super stetig. Aber es ist wirklich nicht so umsetzbar. Wo könnten wir denn jetzt hier, wo könnten wir denn jetzt hier optimieren? Wir könnten natürlich jetzt mal sagen, pass mal auf, wir gehen mal mehrere Positionen ein. Ne? Entries per Direction setze ich mal auf 2. Ne? Bedeutet ja bei diesen Szenarien, wenn mehrfach das Signal hintereinander auftritt, dann kann ich zumindest zwei Positionen eingehen. Aber jetzt überlege ich gerade, wir haben ja unser Kriterium drin, dass wir 56 Candles warten. Glaube, jetzt schieße ich mir gerade wieder selber ins Knie. Das bedeutet, dass das ja jetzt gar nicht greift. Gucken wir mal, ob das jetzt eine Veränderung bringt. Na, weil, wenn unser Kriterium ist, warte 50 Candles, bis der letzte Trade geschlossen worden ist, wird der zweite ja eigentlich nie greifen. Er macht 95 Trades, er macht dann doch ein paar mehr. Okay, gucken wir mal hier. Ach so, ne, ja doch, ne, macht ja Sinn. Siehst du die menschliche Logik? Der schließt hier. Dann haben wir eine Sperre von 56 Kerzen, aber danach kann er natürlich zwei öffnen. Macht Sinn. So, das heißt, er haut hier auch ein paar Mal zwei Trades raus. Somit sind wir jetzt schon bei 1753 Punkten. 95 Trades, 64% Trefferquote, Profitfaktor 2,4. Sieht soweit gut aus. Stetiger Verlauf mit diesem tollen Grafikfehler hier, aber den kriegen wir raus, indem wir hier auf Trades gehen. Na, der hangelt sich so immer schrittweise nach oben.
Aber optimiert auch wieder auf Stop-Loss 150, Take-Profit 200. Der lässt es einfach nur laufen. Das heißt, die Wellen sind zu groß. Selbst im 15-Minuten-Chart mit einer Wellenlänge von 7 Candles ist es, mit anderen Worten, ist es vollkommen egal. Der kauft einfach in die Schwäche und lässt es liegen und sitzt es aus. Und da der Markt bei den Amis ja vor ein paar Wochen noch auf All-Time-High war, bringt uns das alles nichts. Ne, man träumt immer von den kleinen Mustern, von diesen kleinen, die man hier rausholt. Aber er tendiert, er sagt dann doch, lass doch einfach liegen. Das haben wir echt das Problem im S&P 500, was jetzt auch wieder die Welle angeht. Ihr seht, wie gut das Signal, wie gut die Strategie letzte Woche war, wo wir relativ viele Trades hatten und so einen stetigen Verlauf. Also das ist quasi das, was wir hier sehen. Ja, das Ding ist von den Kennziffern her super. Ne, 1700 Punkte, 95 Trades sind immerhin 0,15 Trades am Tag. Also so alle 2 Wochen ein Trade, sogar ein bisschen häufiger. Profit Faktor 2,4. Sieht alles super aus. Das heißt, die Zahlen an sich sind alle klasse. Aber er bildet eigentlich im Prinzip nur die große Aufwärtsbewegung des Marktes ab. Ja, jetzt gucke ich gerade auf die Zeit. Wir haben schon 20 nach 8. Deswegen sage ich allen auf Wiedersehen, die sich die Aufzeichnung angucken. Und wir melden uns wieder am 10. Oktober mit dem großen Quartalsbericht.